Wenn du mit diesem Schritt-für-Schritt-Programm arbeitest, dann achte bitte darauf, dass du wirklich jede dieser Übungen wenigstens ein einziges Mal probierst. Wenn du merkst, das ist total easy und locker und dein Hund macht das total gut, dann gehst du zum nächsten Schritt über. Probier es aber wenigstens mal aus. Manchmal ist es so, dass man das ein bisschen unterschätzt. Wenn man anfängt, mit dem Hund zu arbeiten, denkt man, das funktioniert vielleicht doch nicht so ganz, dann bleibt ihr auf der Stufe. Wenn das super gut klappt, einfach ein kleines bisschen weitergehen, bis ihr wieder merkt, oh, jetzt gleich passieren ein paar Fehler, dann geht er wieder einen Schritt zurück. Also es ist immer so ein bisschen hin und her und auch ein bisschen tagesformabhängig. Aber lasst keinen Schritt einfach so aus, sondern geht immer ein kleines bisschen weiter. Und wenn ihr merkt, es hakt, geht ein kleines bisschen wieder zurück. Also ein bisschen flexibel sein. Was auch noch wichtig ist, bevor ihr anfangt mit dem Training, lasst euren Hund mal kurz pieseln. Es gibt ganz viele Hunde, wenn die rauskommen aus dem Haus, die müssen erst mal. Und dann fangen sie an der Leine zu ziehen, weil es dann vielleicht auch dringend ist. Also erst mal pieseln lassen und dann fangt ihr an zu trainieren. Um sich die Leinenführigkeit nicht zu zerschießen, ist es wichtig, dass ihr total konsequent seid. Das heißt, ihr reagiert wirklich immer, wenn sich der Hund in die Leine hängt. Da das aber nicht jeden Tag klappt, müsst ihr auch mal zum Bäcker mal eben oder mal eben eine kleine Pipi-Runde drehen. Und da könnt ihr nicht ständig stehen bleiben, Richtung wechseln und das ganze Pipapo. Damit ihr trotzdem konsequent bleiben könnt, zeigt eurem Hund genau, wann Arbeitszeit ist und wann Freizeit ist. In der Arbeitszeit wird nicht gezogen. Basta. Da seid ihr jedes Mal mega konsequent. Wenn ihr aber mal eben um die Ecke zum Bäcker müsst, dann sagt ihr eurem Hund, jetzt ist Freizeit. Und jetzt kannst du auch mal ziehen und das ist überhaupt nicht schlimm und wir gehen trotzdem weiter. Damit der Hund das unterscheiden kann, geht ihr am besten hin und hängt die Leine anders ein. Das heißt, zum Beispiel könnt ihr hingehen und in der Arbeitszeit hier hinten einhängen. Und wenn euer Hund Freizeit hat und ihr geht zum Bäcker, dann nehmt ihr einfach den Ring hier am Hals oder ihr nehmt den Ring, der hier vorne unten an der Brust ist. Hey Spatz! Und dann weiß euer Hund, jetzt darf er ziehen.